Katsching! Guten Appetit! Karota ist einfach so schnuckelig. Fräulein Nobara? Was ist los, Sooshi? Ich sehe es als meine Pflicht an, ein Auge auf Fräulein Ririchio zu haben, bevor ihr neuer Agent eintrifft. Haben Sie sie gesehen? Verstehe. Nun ja, sie irrt ruhelos umher. Schau da! Fräulein Ririchio, fühlen Sie sich bereit für Ihren großen Auftritt? Selbstverständlich. Ich habe meine Rede bis zur Perfektion geübt und einstudiert. Noch was? Ich verstehe schon. Nun viel Glück. Man kann mich nicht in die Nähe anderer Menschen lassen. Wie konnte ich nur so gemein zu ihm sein? Ich wollte mich doch eigentlich bei ihm entschuldigen. Hey, schau mal da. Ob sie nervös ist? Sie sitzt so da wie ein kleines Häufchen Elend. Sie besitzt keinen Anstand. Das stimmt. Sie ist arrogant und hat eine große Klappe. Wie erbärmlich. Und sie ist ganz allein auf dieser Feier. Die Göre hat wohl alle vertrieben. Sie ist eine Schande für ihre Familie. Was? Zum... Verzeiht mir, aber eure Worte haben mich erzürnt. Was? Weißt du, wen du hier vor dir hast? Das wird Konsequenzen für dich haben. Ich werde mich verbeugen und um Vergebung bitten, wenn Sie Ihre niederträchtigen Worte zurücknehmen. Fräulein Ririchio ist nicht die geübteste im Umgang mit anderen Menschen. Dennoch ist sie ehrlich, bedacht und loyal. Und darüber hinaus auch über die Maßen kompliziert. Was glauben Sie schon zu wissen? Was gibt Ihnen das Recht, so über Sie zu reden? Gut, ich nehm's zurück! Und jetzt auf die Knie mit dir! Los, auf die Knie! Das wird nicht nötig sein. Er ist mein Secret Service Agent. Deshalb übernehme ich die Verantwortung. Fräulein Ririchio. Damit sind wir wohl quitt. Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Die Repräsentantin des neuen Jahrgangs wird nun eine Rede halten. Wir bitten Sie höflichst, auf die Bühne zu kommen. Fräulein Ririchio! Ich bin weggerannt. Ich kam hierher, um dem trüben, grauen Leben bei meiner Familie zu entfliehen. Doch... Bitte, warten Sie, Fräulein Ririchio! Du verstehst nichts! Ja, das stimmt, Vater. Ich habe wirklich nichts verstanden und in meiner eigenen Welt gelebt. Ich spielte immer die Rolle, die von mir erwartet wurde. Trug meine arrogante Maske. Traurig. Ich habe geglaubt, dass mich niemals jemand wirklich verstehen würde. Ich war allein. Warten Sie bitte! Wollen Sie sich denn wirklich komplett durchnässt auf die Bühne begeben? Ja, ich habe keine Zeit mehr, mich umzuziehen. Das ist meine Schuld. Ich hätte nicht... Schon okay. Du bist wirklich ein komischer Vogel. Miketsugami? Vielen Dank. Selbst ich bin wichtig für jemanden. Selbst ich. Ich werde Ihnen gleich neue Kleidung bringen. Okay. Hör mal. Das, was geschehen ist, tut mir leid.
Was zum Teufel machst du denn da? Ich bin nur gerecht. Nein. Mir tut es unheimlich leid. Du bist wirklich ein kompletter Dummkopf. Dieses Mal frage ich dich. Würdest du bitte wieder auf mich aufpassen? Wenn sie das denn auch wirklich wollen? Ja. Würden sie es mir auch bitte versprechen? Und dieses Mal werden wir beide zusammenbleiben. Ja. Kreuz den kleinen Finger. Und leg ab den Schwur. Ich hab Lust, sie in den Finger zu beißen. Hä? War nur ein Scherz. Verzeihen Sie.